Verkaufst du vielleicht ein paar TMs, so ein Flammensturm zum Beispiel? Nein, Lutscher, ich habe 76 Tränke. Ich hab's damit überhaupt nicht übertrieben, die braucht man hier, verdammt nochmal. So, ja, laber aus, alles klar, auf geht's. Man muss übrigens zum ersten ein Kampfoutfit anziehen, damit wir noch wunderbar unsere strahlendes Trikot sehen können. Ich erinnere mich, mit unserer strahlenden Nummer drauf, die man übrigens aus der Entfernung gar nicht sehen kann. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich keine Brille aufhabe, dass mein Fernseher mit meiner Kurzsicht so weit weg ist oder es extra so verpixelt ist und die Nummer nicht erkennen kann. Ich glaube, die zwei kriege ich noch halbwegs mit. So, endlich erste Arena. Hat ja auch nur lang genug gedauert. Ich mache übrigens am liebsten neben der Battle Tower Musik tatsächlich die Musik innerhalb von Arena-Kämpfen. Das Wasser hier ist grün. Er sollte da meinen Reiniger kommen lassen. Bis dahin. Geiler Schnauzer, mein Bro. Die bockigen Wolli. Zu diesen Heuballen zur Wand zu treiben. Also, das ist die Aufgabe. Ich bin übrigens der Schiedsrichter. Stuart lautet mein Name. Hallo, Stuart Des. Todes? Meine Aufgabe ist es, den geregelten Ablauf der Mission hier zu überwachen und die Ergebnisse der Kämpfe weiterzuleiten. Nun denn, mögen die Arena-Missionen beginnen. Er rennt weg. Du hattest einen Job. Ah, okay, gut. Ich dachte, du wolltest nur mal. Gut. Kurz aufs Klo gehen. Dann, meine Wollis, setzt Walzer ein, auch wenn ihr immer noch keinen Walzer könnt, was ich noch sehr, sehr komisch finde. Und das ist erstens halt logischerweise relativ einfach gemacht. Es gibt auch keine Zeitbeschränkung oder so. Du kannst es eigentlich nicht verkacken, soweit wie ich weiß. Das ist so geil. Meine Mäh-Armee. Ach ja, warte. Und es gibt halt Vivoldis, die so ein bisschen auseinanderrennen können. Aber, ey, du bleibst schön hier bei der Gruppe. Nein. Stopp, zurück. Nein. Dankeschön. Dass man die Leute immer erst anschreien muss, damit sie machen, was sie wollen. Natürlich, das Schild sich direkt mitdreht. Mäh, meine Freunde, mäht alles nieder. Ja, hallo Arena Challenger. Wir werden schon viel Spaß miteinander haben. Hier ist ein Rowan der Barbar. Mal sehen, was er so drauf hat. Er hat. Schade, konnte es kein. Warte, Böhrchen, das wird's noch. Egal, Kakpu, hier ist dein Ziel. Ja, ne? Speien wir ihn so lange mit Gift an, bis er umfällt. Ich meine, das Wasser ist schon grün, weil ich wahrscheinlich der Einzige bin, der die Idee hatte, einfach so ein bisschen das Wasser zu vergiften und siehe da, alle Pflanzen fallen tot um. Ups, das habe ich aber vorher nicht gewusst. Ich will jetzt mich gerade kurz daran erinnern, dass wir in einer Nuzlocke-Challenge sind, denn ab jetzt könnte es jedenfalls gefährlich werden. Ihr habt gerade gesehen, ich habe Schaden bekommen. Warte, wer hätte das gedacht? Das heißt, wenn irgendwas kommt, was mir Schaden machen könnte, noch mehr als nur ein bisschen fit ist, soll ich erst aufpassen. Ah, du, dein Pokémon sind eine Einheit. So wie es sich für eine Arena-Challenge gehört. Schön, toll für uns. Apropos Einheit, Wollis! Rechts ist ein Trainer. Ja, das erniedrigt nur mein Leben. Wir gehen links lang. Was macht das? Was macht der Hund? Stopp. Okay, wir rennen einfach schneller als der Hund und dann ist gut. Guck mal, der hilft mir sogar noch. Ich gehe schon mal nach vorne. Du machst das. Ja, das machst du halt wirklich. Und dann rollen wir einfach ins Ziel. Du musst mit... Du musst mit deiner Umgebung spielen und nicht gegen sie. I'm a man who walks with the power of nature. You should know that the man with the power of nature can bring you... Nein. Wollis. Ruhe. Nein, einfach das... Ist das euer Ernst? Ah, komm, jetzt einfach durchrollen. Ja, ihr, die ersten können wir ja schon mal hinbringen. Es ging ohne Aufnahme so viel besser. Jetzt bleibt stehen. Dankeschön. Meine Güte. Na, was macht ihr jetzt? Stopp. Halt, stopp. Da, genau, einfach jetzt geradeaus. Guck mal, das eine kommt rechtzeitig an. Kann ich eigentlich mit den Hunden reden? Kann ich nicht, ich kann sie kurz anhalten. Guck mal, die erste rollt schon von alleine hin. Jawohl, easy. Wenn ich jetzt einfach hier stehen bleibe,
Ja, 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 komm, komm, komm. Genau das, auch in Ordnung. Das geht eigentlich voll einfach. Letztes Mal sind die gefühlt mal alleine reingerollt. So, da kannst du gerne geradeaus. Easy outplayed, den Trainer noch kurz nebenbei. Ja, und dann rollt ihr schon irgendwie hin. Ansonsten holt ihr euch nachher noch. Nein, stopp. Fuck. Okay, halt. Du hast es nicht mehr weit bis zum Arena-Leiter. Aber freu dich nicht zu früh. Dein Hochmut kommt vor den Fall. Apropos Fall, genau das wirst du gerade kennenlernen. Wobei wir alle wissen, nicht der Fall tötet, sondern der Aufprall. Den Namen finde ich bloß gerade witzig. Egal, so, auf geht's. Katpu, hier ist dein Ziel. Ich darf nicht immer dasselbe sagen, ne? Also, sonst wäre es hier ziemlich langweilig. Ich will selbst einfach ein Frubler-Stink-Shark. Ja, gut, das kriegt man hin. Ich meine, die können nur Turbo-Dreher. Das Einzige, was sie momentan machen, ist, ich werde so viel schneller. Und sind halt immer noch langsamer als meine Scheiße. Okay, wir meinen, sie sind scheiße langsam. Und damit geht der erste Down. Wann entwickelt sich eigentlich Katpu? Hier. Hier in dem Spiel, glaube ich, auf Level 35. Also haben wir noch sehr, sehr lange mit Katpu hier zu kämpfen. Mirabla. Fuck, das ist Giftpflanze. Da wäre Itachi eigentlich eine bessere Wahl gewesen. Aber egal, mein Freundchen. Wie schnell ist der Gegner? Wie schnell ist Katpu? Hier scheint er echt ordentlich zu hauen. Gott verdammt, den hätten wir direkt Katpu hier schreiben sollen. Also direkt im Namen hier mit drin. Ah, fuck. Das kann irgendwann noch gefährlich werden. Aber ich würde sagen, wenn wir einfach mehr Damage machen, dann sollte das problemlos das Problem verhindern. Vielleicht nochmal kurz zurückschrecken. Nur für mich? Nein, nein. Eine Säure. Oh, ich habe da einen Haufen Scheiße vor mir. Was soll ich damit machen? Säure draufwerfen. Gut, die Idee ist gar nicht so schlecht. Ich meine, es ist organisch. Alles Organische kann relativ gut weggehauen werden. Wobei, funktioniert das? Ich meine, Magensäure hat ja einen unglaublich harten pH-Wert. Ich glaube, das macht gar nicht den großen Unterschied. Weil es ja schon einmal durch Säure durch ist und dann so rausgekommen ist. Müssen wir mal ausprobieren. Bis dahin, bis ich meine Kacke irgendwann mit Säure bewege. Du hast auch zwei Hündchen. Ah, das erklärt, warum auch meine wunderbaren Mäs vor dir weg... Ach nein, sie stehen bloß da. Die haben sich zurückgezogen. Na, bleibst du mal stehen? Und ich dachte, du wärst schnell im Rollen, aber nein, müssen wir wieder hier auf den letzten warten, da fehlt ein Schaf. Wo ist das letzte Schaf? Wir bringen erstmal die mit drauf. Vielleicht Herdentier, läuft es von alleine hierher, hat irgendwo einen Sträum gefunden, es ist gespawnt. Weiß man ja, ne? Aufklärung mit zwei Schafen, lang genug, gegeneinander reiben, bam, kommen zwei neue. Schafe sind sehr, sehr fertil, daher passt das so ganz gut. So, Arena-Leiter. Es ging ja bis jetzt noch relativ leicht. Mein Kakpo hat hier gute Arbeit geleistet und es darf sehr, sehr gern so weitergehen. Ich habe 17, nicht 71. Danke, Hörn. Ich bin übrigens auch sehr gut darin, Buchstaben zu vertauschen, wie man vielleicht schon oder auch Zahlen gerade gemerkt haben könnte. Es ist nicht mal ein stehendes Gewässer und es ist so verfickt grün. Irgendwas macht der echt falsch. Egal, wir haben die Arena-Challenge geschafft. So anstrengend, wie es war, diese Mäs an Ort und Stelle zu bringen. Tatsächlich gibt es relativ wenig wirklich anstrengende Challenges. Hier meine Nase krabbelt, schlechtes Zeichen, Kacke. Die meisten sind tatsächlich früher, später einfach zu machen. Aber erstmal Hype steigen lassen. Gleich beginnt die geile Musik mit Animation. Gibt's eigentlich, ich glaube, es gibt gar keinen Typen, der hierbei redet. Also diesen Rosé laut Ansager gibt's hier nicht. Egal, Kakpo wird hier richtig gut aufräumen. Let's go! Hört ihr im Hintergrund die Fans, dieses Hintergrundgeräusch? Hey! Sie feuern mich jetzt schon an. Apropos anfeuern, das wird deine Schwäche sein, Jaro. Mein Arena-Stadion ist die erste Anlaufstelle für alle frisch gebackenen Arena-Challenger. Daher gibt es hier so viele Herausforderer, dass ich kaum eine ruhige Minute bekomme. Also habe ich mir eine besonders knifflige Arena-Mission... You failed! You had one job and you failed, dachte ich zumindest. Gib doch zumindest zu. Für dich war sie offenbar kein Problem. Hood up! Das wäre cool animiert gewesen. Du scheinst ein gutes Gespür für Pokémon zu haben.
Noch ein Grund mehr für dich, alle Register zu ziehen und mein Pokémon zu Dynamaxieren. Das wird ein spannender Kampf. Glaube ich nicht. Kakpo wird hier so richtig hart rumscheißen, sich einfach nur in die Ecke drängen. So viel Kack hier hinhauen, dass es einfach nur zu viel Sulfat im Boden ist und alle deine Pflanzen eingehen. Da können sie so groß sein, wie sie wollen. Auch ein großer Baum wird irgendwann gefällt. Und deine Zeit ist jetzt! Ja, komm. Das wird noch besser. Sobald das Dynamax kommt, was ungefähr 2 Runden der Fall sein sollte, ist das Level 19? Oh shit. Das ist grundsätzlich ungünstig. Ich glaube, die machen auch so ein bisschen mehr Schaden. Ja, easy! Kein Problem. Ist übrigens auch eine Valid Tactics, einfach vor dem letzten Pokémon des Gegners zu Dynamaxieren, einfach nur um halt noch mehr Damage reinzudrücken und dann direkt mehr Leben zu haben. Und es gibt neue Dynamax-Attacken. Kann ich mal so zeigen, wer der sich da mit seinen Pirouetten im Kreis trägt. Aha, ich finde das charmant und süß. Der hat hier dann deine Angriffe, die halt stärker sind, basierend auf den alten Angriffen, wie halt den Z-Move, mit Zusatzeffekten. Erhöht den Angriff der Mitstreitkräfte. Wäre relativ sinnvoll, das zu machen, bevor der Gegner kommt. Der jetzt dann die schon mehr Angriffe haben, wenn er da ist. Und ich denke, da er mich nicht One-Hit machen sollte, nachher machen wir genau das. Was zudem passiert, dass die maximale Lebenspunkte mal 1,5 gerechnet werden, bis maximal mal 2 oder mal 3. Irgendwie sowas, je nachdem, was für Dynamics man hat, kann man steigern durch Dynamics Bombers, wenn man das Raid bekommt. So, können wir gleich sehen, 56 zu 84 mal 0,5 mal 1,5 bis mehr. Und jetzt haben wir deiner Giftschweißheit übrigens 5 Runden an, glaube ich, oder 3. Das hätte ich vielleicht nochmal durchlesen sollen. Egal. Volltreffer easy. Der Gegner ist eh tot, bis es da vorbei ist. Hoffe ich mal. Mein Kakpo hier gewinnt das easy. Und die Lausitz levelt noch ein bisschen ab nebenbei. Übrigens, wenn man auswechselt. Haha, wir sind zäh und ausdauernd. Farmer sind nämlich nicht so leicht zu bezwingen. Let's go! Und jetzt feuern sie uns an! So einfach so mit der Musik. Geiles Ding. Zeit für Dynamax! Sie werden euch mit Sand eurer Wurzeln ausreißen. Du hast die Pflanzen. Man soll sich immer von sich auf anderer schließen. Da-da-da. Sorry. Ich meine ganz ehrlich, wenn einfach eine Masse von Leuten mitsingt, kann ich mich nicht zurückhalten und muss halt mit rumschreien. Aber bis dahin, Kakpo, hier ist ein Gegner für dich. Da-da-da-da-da-da. Mit Angriff des Ei. Oh mein fucking Gott. Gut, ich meine, ich kriege jetzt immer mehr Angriff und das war schon mit mehr Angriff. Das Vieh hat ein bisschen mehr als gedacht. Sieh zu und staune. Hier kommt eine Dynamax-Attacke. Please don't hurt me, please don't hurt me, please don't hurt me. Soll er nicht sehr effektiv sein? Ah! Scheiße, das halte ich nicht nochmal aus. Das ist noch ungünstiger. Wobei, ein Grasfeld, ich hätte die Runde geheilt, ne? Ja, wird's. Sehr gut. Wie viel Schaden hat er gemacht? Nicht genug. Weil ich halte sich auch nochmal selber. Kacke! Ich habe Tränke. Aber das reicht nur eine Runde, weil ich nicht durchhalten muss. Scheiße! Okay, Kakpo, erstmal wirst du geheilt. Du gehst mir jetzt nicht drauf. Nicht hier. Ein bisschen verspätet, egal. Ich hätte Supertränke gebraucht. Habe ich einen? Hoffe mal. Erstmal schauen, wie viel Schaden das macht. Ich habe gerade nur gesehen, viel. Aber ich hoffe nicht zu viel. Deine Angriff. Oh nein, das macht mehr Damage. Weißt du, normal ist? Kakpo! Jawohl, Kakpo lebt noch. Das sind 35 Schaden, oder? Von 49 auf 14 sind 35. Quick Math. Korrekt sogar. Kacke, das heißt, noch einen Schlag habe ich danach. Oh, bei einem High Roll stirb ich. Nein! Hier sind 3 Runden. Ich war eine Runde schneller als er. Jetzt bin ich tot, wenn ich nicht wechsle. Okay, das heißt, er wechselt kurz und macht Normalangriff. Normalangriff könnte ich mit Lausitz aushalten. Wenn es Pflanze ist, bin ich tot. Ich will nicht meine Lausitz aufs Spiel setzen. Das heißt eigentlich, dass mein Itachi. Wie viel Verteidigung hast du? Wenn wir ganz kurz gucken. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt mal kurz spannend wird im Kampf. 44 Verteidigung. Jawoll, Itachi hat einfach mal mehr. Kakpo, hier, was war genug für dich? Jetzt müssen wir mal kurz zeigen, was wir drauf haben. Ich hoffe, so hat das Itachi irgendwann Feuerangriff lernt. Bis dahin,
Was hast du gegen mich, Boy? Erstmal habe ich hier ganz viel Anspannung für dich. Das Tolle ist, der Gegner kann halt, er macht nicht zwangsweise mehr Schaden durch Dynamax. Sehr gut, also sind vor die Angriffe machen zwar mehr Damage, weil sie stärker geworden sind, aber... Fuck, ich wäre jetzt von dem Grasfeld nicht getroffen. Egal. Wenn ich weniger, also nicht mehr Dynamax bin, kriege ich nicht mehr Schaden als zuvor. Deswegen ist Damage Calculation relativ einfach. Er sollte jetzt auch weniger Schaden machen. Das heißt, wir pflücken mal kurz ein bisschen Baumwolle. Das ist eh schon schwarz, das passt. Kennt er sich mit aus. Und das hätte auch gerne mehr Damage machen können. Kanon wird stärker, je mehr es singen, ne? Ich sollte noch einmal aushalten. Alter, fuck, geh doch einfach drauf, Junge! Jetzt mal kurz den Crit. Ja, den Clown wird es noch einsetzen können. Egal. Jawohl! Easy, das war ein High Roll. Und ich mal ein Crit. Gewonnen, Bitches. Oh, das Kackbu hier gestorben ist. Sehr gut. Erste Arena, ohne zu verkacken. So verwelkt unsere ganze Pflanzenpower. Du bist ein beeindruckender Arena-Challenger. Und du gibst mir nur 3000. Meine Mutter hat mir fast genauso viel mitgegeben wie du, arme Sau. Habe übrigens immer noch nicht gegoogelt, ob 238 wirklich Uran war. Du hast dich richtig in diesen Kampf reingekniet. Und jetzt erntest du die Früchte dafür. Du hast im Rahmen der Arena-Challenge einen Arena-Leiter besiegt. Und um deine Leistung zu ehren, verleihe ich dir hier mit dem Pflanzenorden. Hey! Meine Hand ist viel zu klein für seine. Das für ein Riese sein muss. Na ja, gut, 1 von 8. I'm hyped, weiter geht's. Du kannst bis Level 25 alle fangen. 8 Orden musst du dir erkämpfen. So wie immer, Geo Sieg, zeig's ihnen. I can do this. Krieg ich noch kurz irgendeine TM von dir? Zauberblatt. Ist das der Angriff, der mehrere Runden anhält? Weil dann wäre der magische Angriff, dem nicht auszuweichen ist. Ja, das klingt eigentlich schon relativ sinnvoll. Gerade wenn der nächste Arena auch eine Pflanze ist. Wasser ist. Wo kommst du her? Bloß eine Information, Sine. Die Arena-Challenge sieht vor, dass du die Arena in einer festen Reihenfolge abgrast. Das war jetzt, glaube ich, der 7. Pflanzenwitz von ihm. Für dich steht jetzt erstmal Kate, die Arena-Leiterin von Kelton, auf dem Plan. Route 5 führt dich direkt dorthin. Aber mit dem Pflanzenorden in der Tasche könnte es sich lohnen, vorher einen Abstrich in die Naturzone einzulegen. Ja, nein, ich kann eh keine Pokémon fangen. Also mal ganz ruhig, mein Freund hier. So. Kein verloren. Yes! Es wäre knapp geworden. Hätte Kackpo nicht genügend Verteidigung gehabt. Hier, genügend Verteidigung gehabt. Sorry, ich vergesse auch ab und zu. Das heißt... Ich glaube, das ist immer noch relativ sinnlos. Vor allen Dingen, weil jetzt Plateauschuhe halt das Grasfeld für mich einfach mal verhindert hätten. Was auch nicht gerade geil ist. Zauberblatt 60 Stärke. Da ist doch Rasierblatt eigentlich noch geiler, oder? Meine 55 Stärke bei Rasierblatt nur... Kann jedenfalls nicht treffen, aber hat eine Crit-Chance. Die ist in vielen Situationen einfach wichtiger, weil halt auch sowas wie Status-Boost auch vom Gegner einfach ignoriert werden. Das kann schon sehr, sehr sinnvoll sein.